Ja, servus miteinander, ich bin der Semmelbauer Thomas aus Cham und spiele auf dem Akkordeon Volksmusik und volkstümlichen Schlager. Deine wahren Freunde stehen zu dir ein Leben lang. Wie ich zu dieser Musik gekommen bin oder auch zum Akkordeon, das erzähle ich heute euch in einem kleinen Video. Ja, mit 7 Jahren bin ich in die Grundschule gegangen und hab das Flötenspielen gelernt. Das war für mich die erste Erfahrung mit dem Instrument. Und da hat man schon gewusst, okay, das könnte vielleicht was werden mit mir und der Musik. Auch hat man da schon die ersten Erfahrungen gemacht, vor Publikum zu spielen, bei so kleinen Schulveranstaltungen. Das hat mir richtig taugt. Ja, dann ist es so gekommen, dass mein Opa ein kleines Kinderakkordeon mit heimgebracht hat. Das sollte eigentlich mein Vater mal spielen, aber dazu ist es leider nicht gekommen. Dann hat der Vater zu mir gesagt, du lass auf Thomas, du bist jetzt schon so mit deiner Blockflöten so fleißig am Üben, möchtest nicht du vielleicht einmal das Akkordeon spielen lernen? Ja gut, dann hat man das gemacht, dann bin ich auf die Musikschule gegangen, hat man da das Akkordeon spielen gelernt und dann hat es eigentlich schon seinen Lauf genommen. Als ich dann alles gekonnt habe auf dem Akkordeon, sprich Noten und sowas, habe ich mir die Lieder dann zu Hause mehr oder weniger selber beigebracht. Dazu ist dann gekommen, okay, es gibt so viele schöne Lieder über so viele bekannte Ortschaften. Und man denkt, warum schreibst du nicht einmal selber ein Lied? Und zwar über deine Heimat, weil Katzbach mein Heimat ist. Also Katzbach ist ja bei Cham ein schönes Dorf und da habe ich mein erstes Lied dann geschrieben und später dann auch eine CD draus gemacht. Übrigens, die Geschichte mit meinem Opa und dem kleinen Akkordeon, das war dann das zweite Lied, was ich geschrieben habe. Das, wenn mein Opa gewusst hätte. Weil der ist leider nicht mehr unter uns gewesen, weil ich das Akkordeonspielen dann erlernt habe. Ja, dann habe ich meine ersten Lieder geschrieben gehabt, CD aufgenommen gehabt, einfach schön einmal so zum Schauen. Und dann haben wir gedacht, okay, gehst du mal auf einen Musikantenstammtisch, um Erfahrungen vor Publikum zu sammeln mit deinem Akkordeon. Ja, dann bin ich dort hingegangen, auch ganz ohne Tracht, einfach schön mit Jeans und Pullover und habe da meine ersten Lieder vor Publikum spielen dürfen. Und ab dem Moment, da hat es mir so gepackt, haben wir gedacht, jawohl, der Applaus vom Publikum, das möchte ich öfter hören. Und ja, dann ist es so weitergegangen. Ich habe immer mehr Lieder gelernt, habe auch immer mehr Lieder geschrieben dann auch. Wie zum Beispiel auch Und ich sah sie oder Eure Liebe. Da wollen wir dazu dann später auch noch ein Musikvideo gedreht haben. Und ich sah sie verwundert an. Mittlerweile werden meine Lieder auch in viele Radiosender gebracht. Das macht mich auch unglaublich stolz. Das macht mir einfach riesen Spaß und es wird auch immer wieder was Neues kommen. Neue Musikvideos, neue Lieder. Jetzt darf ich als Musikant schon viele tolle Sachen erleben und viele Auftritte machen. Ich hoffe auf viele weitere Auftritte und auf viele tolle Erlebnisse mit meinem Akkordeon.